Werner muss sich jetzt tatsächlich umschalten. Mag er die schöne Melodie nicht. Die Musik. Na, besser als irgendeinen anderen Erklärbär oder so, was du sonst drin hast. Das ist Wahnsinn. Werner, willst du nicht mal so ein Album kaufen? So GEMA-freie Musik kaufen? Macht irgendwie keinen Sinn. Album kaufen. GEMA-frei passt. Doch, du kannst hier kaufen, ja, die Musik. Und weil sie GEMA-frei ist, ist sie ja nicht automatisch umsonst. Da gibt es eine ganze Menge von. Von was? Gehst du in Soundcloud und gibst dann mal CC ein und dann. Gut. Suchst mal nach CC-Musik. Dann help! Help! Hast du GEMA-freie Creative Common Musik. Mehr brauchst du da nicht. Okay, cool. Bist du sicher, Werner, dass wir das tun sollten? Ja, ich bin. Lass einfach Quitschi singen. Ja. Oh mein Gott. Oh. Ich war so schon viel zu viel. Sein Gemisch da trinkt, dann kriegt er auch irgendwann bestimmt an, fängt er irgendwann auch bestimmt an zu singen, fängt er bestimmt auch irgendwann. Nee, irgendwann schläft er ein. Ja. Das ist alles. Juppa. Also der das Calcium nachher verdichtet, hat Spaß. Meinst du? Ja. Es dauert nicht lang. Man könnte jetzt sagen, kommt drauf an, wer drin sitzt, ne? Aber das wäre schon wieder ein bisschen so. So. Naja, Werner ist ja nicht dabei. Also kann ja nicht so lange dauern. Das hat keinen Sinn gemacht. Wenn Werner dabei wäre, dann würde es nicht so lange dauern. Richtig, aber Werner ist ja nicht da, also dauert es lange. Ja, aber Werner fällt es halt. Hallo Werner! Guten Tag! So. Wer hat das gesagt? Und los geht's! Ich bin übrigens voll, Nikolas. Wollte ich mal nur anmerken. Einer. Ja. Wow! Was ist denn hier passiert? Ich war es merkwürdig. Appala. Oh. Bin ja schon unterwegs. Help. Appala. Oh mein Gott. Fehlkonstruktion, hier fährt nur 50, tut mir leid. Meine Ankunft verzögert sich um ungefähr 2 Flussbergungen. Okay. Aber da der LKW Power hat. Freigas! Okay, hat er nicht. Hat er. Alter Schwede, ich fahr nur über hinter Achse, Junge. So, alles gut. Was? Nö, gut. Richie? Werner meinte, es könnte sein, dass du gleich leichte Connection Lost Probleme hast im Teamspeak. Ja, das kann wirklich sein. Das kommt aber öfter vor, weil. Ja, so, genau so habe ich mir das vorgestellt. Alter Vater. Heute läuft's, ja. Heute läuft's gut. Heute läuft's echt gut. Und noch ist Werner nicht in Eingangsklasse, von daher mache ich mir da. Oder er macht es ganz hinter. Nee, sowas kriegt er nicht hin. So, ich brauche einen. Da ist doch schon ein User im Buxdorf-Raum. Das ist aber der Server. Achso. Genannte Server. Ja, der Server. So. Hago, weißt du ganz zufälligerweise, wo die Dolly steht? Nein. Und am Hof kommst du rechts. Halle. Lieblich. Okay. Haben wir den Fliegeltrailer noch? Am Hof steht's auf jeden Fall. Ey, ohne Scheiß, ist mein Lenkrad wieder abgekackt. Ah, der ist ja wieder. Einer, großartige Anleitung, weg mit dir.
Richie, wenn man sowas Billiges kauft wie du, dann ist es klar. Jo. Also da steht sie auf jeden Fall nicht. Ach, mein USB-Port hat ihn wieder rausgekickt. Wolltest du dich ein neues Gehäuse kaufen, Richie? Jo. Ja. Ja. Und das war's auch schon, ne? Genau. Dabei ist es geblieben. Ja, aber nee. Alles klar. Wo bleibst du? Kein Problem, da ich nicht einstellen kann, Fehler alles. Ich hätte das Spiel wieder für neu starten, aber. War nicht runter, ich hatte Flussbergung hinter mir, ich hab noch einen Schock. Siehst du nur so einen roten Pfeil aus dem Hof rausrasen? Da kommt schon der nächste! Was machst du denn? Ich stehe hinter dir. Das bin ich mal eingepackt, Kollege. Ach ja, erstmal so zwei, drei Flickflacks gedreht und wieder gelandet, sagst du? Ja, aber direkt hinter dir gelandet. Darfst du keinem zeigen, Leute. Das darfst du keinem zeigen. Doch, das war schon wieder Olympia-reif. Das sah aus wie gewollt. Nicht gekonnt, genau. Marco, Knallgas. Ich hasse diese Stelle hier. Komm ich hier rein? Wahrscheinlich nicht. Nein, ja, Gas, nein. Oh Gott. Aber hier komme ich durch. Wir drehen Kreise. Beides mit dir. Im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn? Gegen. And now watch this beautiful Anhänger. Jo. Aber ganz gut. Bei dir? Was? Ja, Quatsch. Oh. Ruckelt? O war das, ne? O, B. O, B? 10 km/h Vollgas oder was? OB, genau. B. Ich finde das ja toll, dass die bei der Maxion die Technik aus dem ICET eingebaut haben. Ja, hier Kurvenneigetechnik. Komm mal schnell auf die Kurve rum. Kurve wen? Oder was? Rum. Komm. Der LKW auch, aber der neigt sich immer nach außen und kippt dann um. Dann ist der andere, ne? Der Klaas neigt sich nach innen. Also der neigt sich dahin, wo ich fahre. Und jetzt kommt zum Interessanten. Dieses Wort, die Kolle Motorrad. Yes! So. Jo, rückwärts sehe ich im Fahren. Rechts im Wald sehen Sie einen MB-Truck in freier Wildbahn. Ein Leo in freier Wildbahn. Ein Leopard. Oh mein Gott, ein Leopard. Oh mein Gott. Wo mit der Silage? Kalsilo. Sehr anstrengend. Was passiert? Kurva. Oh, gib ihm. Passt. So, fahren wir die Bäumstämme mal zum Sichewerk. Hallo, Logitech Game Profiler, how about your work? Gar nicht. Ist das der vom G27? Ja. Der läuft bei mir zum Beispiel gar nicht. Aber das geht, so blöd es klingt, über das Ding, was bei Windows drin ist, kann ich das Lenkrad besser einstellen als das Ding vom Logitech. Das ist abartig. Ja, da kann man noch nicht viel einstellen beim Logitech-Gedöns. Weg, kostet nichts. Fortsfieb. Mal das Force Feedback beim G27 jetzt nicht so wirklich
Bäume ausreißend ist, ne? What? Was? Dann mal auf 150%, da weißt du, was Bäume ausreißend ist. Spiel mal Duelle mit 150%, danach hast du 3 Wochen Krankheit, weil du 2 gebrochene Handgelenke hast, Alter. Nein, ich meine nicht von der Stärke her, ich meine von der, Wie beschreibe ich das? Was du für ein Gefühl für die Straße und für das Auto entwickelst. Du brauchst nur das richtige Spiel dafür. Was ist denn für dich das richtige Spiel? Prima Dirt Rally, da merkst du sogar im Lenkrad, wenn die Vorderräder durchdrehen. Ja, ich weiß, ich kenn das, aber trotzdem, es gibt Lenkräder, die machen das wesentlich besser. Ja, meinst du auch für das Geld? Das weiß ich jetzt nicht, weil das Geld mit 20 ist ja mittlerweile schon relativ preiswert. Was? Oh, nicht mehr. Das ist im Gebrauchzustand fast so teuer, wie es vorher im Neuzustand war. Es war mal preiswert, so ein halbes Jahr bevor das Neue rauskam. Oder als ich meins gekauft habe, da ging es noch, aber jetzt zur Zeit. Da kostet wieder da richtig. Die 300 also ich Euro. Hab, pro ich habe 200 Euro bezahlt. Ja, wann denn? Boah. Keine Ahnung, wie lange ist es her? 1,5 Jahre? Ja. Nee, länger, ist länger her. Ich hätte eins in einer Woche um 120 schießen können. Also ich habe meins Frotz dann für 180 geholt. Preis. Aber das G29 finde ich auch persönlich für Rennspiele mag es ganz geil sein, aber für Simulatoren das ist unbrauchbar. Das ist... Nee. Wer ist denn hier am Abtanken? Ich spiele auf dem PC. Ich weiß gar nicht, gibt es für PS3 mittlerweile Mod-Unterstützung? Kann man da auch Mods stopp. Die Mods draufladen? Ah, nee, ich schon da. Keine Ahnung. Für DLCs. Für Xbox One und PS4 weiß ich auf jeden Fall, gibt es Mod-Packs mit verschiedenen Anhängern und ich glaube auch den Mengele-Ladewagen und so. Okay. Einfach also ausgewählte Mods, die da konvertiert wurden quasi für... Ja, von Giants. Okay. Aber halt Mods, die es auch für gibt. Gute Nacht, haust rein. Jetzt haben wir's. So. Mal gucken, ob der Werner den Musdorf schon angeschmissen hat. Weil ist ja schon 6 nach. Seite ist rechts, das ist okay. Nee und GEMA XD, Heiner. Großartiger Name. Money. So ähnlich wie Money. Quatsch. Der 1800er MB-Trag, fährt der auch nur 40 oder fährt er 50? 50. Ja, nur 50, genau. Müssten wir mal den auf unserem Mod-Server irgendwie mit ihm draufpacken. So. Erwartet geht nicht. Gibt aber auch bestimmt noch andere Mods davon. Und vielleicht kann Werner, unser Connection Guy, da auch fragen, ob wir den dann da einfach hochladen können. Haben wir das nicht schon mal? Nein, Werner hat es, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich meine, ich habe schon mal auf Mod-Server. Damals war das. Als nur die Member die Mod bekommen haben. Hm? Ich habe auf jeden Fall schon gesehen, dass man den auch nicht nur bei Verbinden Mods, sondern auch auf anderen Seiten kriegt. Aber ich weiß nicht, ob das der gleiche ist oder halt ein anderer. Ja, es wird wahrscheinlich wieder 1000 verschiedene geben. Von denen die eine Hälfte
Fehler schmeißt und die andere Hälfte ist privat. Hm. Das kann natürlich sein, das kann natürlich sein. Aber ich meine sogar, ich hatte mal einen, der ist 60 gelaufen. In meinem Job muss es oft schnell gehen. Doch steht Qualität für meine Kunden und mich immer an erster Stelle. Ohne Witz. Einfach zugänglichen Katalog voller GEMA-freier Titel in den verschiedensten. Ich muss mir auf jeden Fall mal so eine Playlist zusammenstellen da. Bei Soundcloud hast du gesagt, geht das, ne? Jörg? Ja. Dann einfach nach CC suchen, oder was? Nach Creative Commons. Okay. Dann werde ich das mal machen. Ganz, ganz viel. Hago hat keine Lust mehr, oder was los, da Hago? Uhrzeit. Uhrzeit? In Hart, do you know? So. Ich lasse den Server drauf. Verlasse euch immer so bei 10 nach 8 rum. So, ich dachte, du wirst mit Werner aufnehmen gehen. Der allein gespielt. Da gehe ich nie wieder hin. Also ich muss in 5 Minuten in einem anderen Channel sein. Okay, das verstehe ich nicht ganz. Warum musst du denn da sein? Weil es dort mehr oder weniger auch großartig ist. Okay. Mehr oder weniger auch großartig. Alles klar. Das verstehe ich mehr oder weniger. Nicht. Nicht. Doch? Nein. Oh. Das Passwort geändert? Yep. Im Ernst? Ja, das Passwort wurde geändert. Ja, ja. Das hat der Werner mir gerade geschickt. Jetzt im Ernst, das ist lächerlich, ne? Das ist Werner-like, das ist Werner-Passwort. Witz. Das ist lächerlich. So, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Auch so, Hago, ciao. User disconnected from your channel. Salzbrezel? Ja. Leer? Nein, du wirst gerade gefüllt. Ich werde gerade gefüllt. Mir. Itchy, komm zu mir. Kurz ein anderes Lied anmachen. Ist denn Werner schon da? Der ist ja schon im Aufnahmeraum. Ja. Füllstand 95% vom Teilsilo, also voll. Ja, dann haben wir eh nichts mehr, wo wir das Hexe gut hin können, weil das andere Silo noch voll ist. Wo an der Seite irgendwo noch so ein Silo habt, so ein Lagersilo? Oder irgendwo anders? Guck mal, ob du beim Kuhstall irgendwo direkt das einlagern kannst. Hi, na, an die neuen Zuschauer. Voll! Was sagt denn. Ja, wegen mir können wir auch hier gleich einen Cut machen. Und dann könnt ihr zu Werner hoch. Cut! Na dann, den machen wir das Show. Der nächste Livestream wird am Mittwoch sein, denke ich mal. Kann sein, auch sein, dass er etwas früher sein wird, weiß ich noch nicht. Aber spätestens am Mittwoch auf jeden Fall wird einer sein. Genau, wahrscheinlich wieder um 18.30 Uhr. Und alle anderen Informationen findet ihr dann auf YouTube angekündigt. Dann wisst ihr da auch Bescheid. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ja. Gut, dann bin ich auch runter.